Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute geht es um das Update von Lumina, nämlich Lumina 3.1. Das ist die neueste Version, die jetzt gerade rausgekommen ist. Du kannst es kostenlos updaten und welche Neuerungen da genau mit am Start sind, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das gerne tun. Stefan Schäfer 90 ist mein Benutzername. Dort poste ich immer meine aktuellen Fotos und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir auch dort folgen würdest. Jetzt lass uns auf das neue Lumina 3.1 schauen, denn dieses Update, was vor ein paar Tagen herausgekommen ist, birgt ein paar Neuerungen, besonders auch für Windows-Nutzer. Ich muss gleich dazu sagen, weil das ja auch immer wieder unter den Kommentaren dann steht bei mir, dass ich ja nur die Mac-Version hier vorstelle. Ich arbeite nun mal mit Mac und von daher kann ich auch nur dieses System vorstellen. Ich habe keinen Windows-Rechner und da gab es ja in letzter Zeit auch immer wieder so ein bisschen Unmut unter den Lumina-Nutzern, dass die Windows-Version immer so ein bisschen der Mac-Version nachgestanden hat. Das ist jetzt wohl in diesem Update so ein bisschen angeglichen worden zumindest. Also man hat den Eindruck, dass die Windows-Version etwas aufgeschlossen hat. Ob das dann tatsächlich so der Fall ist, könnt ihr gerne nochmal unten in die Kommentare posten. Ich aber für meinen Teil kann, wie gesagt, nur die Mac-Version vorstellen. Lass uns mal auf die neuen Features schauen, die in diesem Update herausgekommen sind. Zum einen gibt es viele Stabilitätsverbesserungen. Das bedeutet, das Programm läuft jetzt also wesentlich flüssiger. Es soll schneller laufen. Und diese Performance-Steigerung, die konnte ich tatsächlich jetzt auch schon feststellen. Also, wie immer eigentlich in jedem Update gibt es ein paar Performance-Steigerungen und gerade in der Bildbearbeitung ist das schon merkbar, dass da einiges flüssiger läuft. Und dann der zweite große Fortschritt, der gemacht wurde, ist der neue Filter der Accent AI 2.0. Was ist da eigentlich genau anders als beim ersten Filter, bei der ersten Version? Jetzt wird zum Beispiel auch erkannt, wenn ein Mensch im Bild ist und dieser Mensch wird dann nicht mehr von dem Accent AI Filter mit bearbeitet. Das bedeutet, ich habe also wesentlich bessere und wesentlich realistischere Ergebnisse. Ich möchte das jetzt mal anhand von mehreren Beispielbildern zeigen. Ich habe jetzt hier mal als erstes ein Landschaftsbild rausgesucht, was ich mit dir bearbeiten möchte. Natürlich auch mit dem Accent AI 2.0. Also, lass uns hier mal direkt starten. Ich werde jetzt hier den ersten Filter hinzufügen und das ist mal direkt der Accent AI Filter 2.0. Du siehst es auch hier direkt oben. Das ist hier ein Filter, der hat nur einen Regler und das ist der Verstärkenregler. Dieser Accent AI Filter, der hat eine künstliche Intelligenz und diese künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass das Bild automatisch analysiert wird, der Kontrast wird automatisch angepasst, die Farben werden automatisch angepasst, die Details werden automatisch angepasst. Also da passiert eine ganze Menge und auf der Skylum-Webseite wird gesagt, dass man teilweise sogar den kompletten Entwickeln-Filter damit ersetzen kann. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich klicke jetzt hier mal auf Verstärken und ziehe das Ganze jetzt einfach mal nach oben und ich packe das jetzt einfach mal auf 100, damit man den Unterschied sehr deutlich sieht. Und du siehst jetzt schon, was hier passiert ist. Wir haben jetzt hier also Helligkeitsanpassung, wir haben Kontrastanpassung, wir haben Farbanpassung. Ich mache jetzt hier mal ein Vorher-Nachher, so sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Also da ist schon eine ganze Menge passiert, wie ich finde. Ja, auch es geht auch in die richtige Richtung. Jetzt ist natürlich immer so die Sache, möchte man das jetzt zu 100% anwenden oder vielleicht doch etwas weniger. Denn ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier noch eine RAW-Entwicklung vornehmen und hier so ein bisschen die Schatten aufhellen, ein bisschen die Lichter noch abdunkeln. Und ich denke mal auf jeden Fall, dass ich hier auch mit meiner Temperatur noch ein bisschen nach oben gehe. Ich finde das so etwas zu bläulich ansonsten. Ich gehe mal hier auf 6200 ungefähr von der Färbung her. Ein bisschen mehr ins Magenta rein. Ein kleines bisschen Kontrast gebe ich noch mit dazu. Und dann werde ich hier auch noch meine Schwarztöne und meine Weißtöne noch etwas angleichen. Aber so gefällt mir das schon ganz gut. Und jetzt werde ich hier den Accent AI Filter wieder so ein bisschen zurücknehmen. Ich denke mal hier auf ungefähr 60 werde ich den stellen. Und damit hilft er mir schon eine ganze Menge. Jetzt lass uns mal das Bild noch komplett ein bisschen weiter bearbeiten. Ich werde jetzt hier also noch den Sky Enhancer mit einbringen, also den AI Sky Enhancer. Auch das ist ein Filter mit künstlicher Intelligenz und du siehst auch hier, dass automatisch der Himmel erkannt wird, also wirklich auch nur der Himmel. Der Unterschied zu dem Polarisationsfilter ist einfach, dass tatsächlich wirklich der Himmel erkannt wird.
Ich habe natürlich hier auch Blauwerte zum Beispiel in dem Wasser mit drin. Aber wenn ich jetzt hier den Filter mal nach oben drehe, dann siehst du, dass tatsächlich hier nur der Himmel verbessert wird. Und das ist auch eine richtig schöne Sache. Das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Filter, wo wir tatsächlich immer nur einen Regler brauchen und damit das ganze Bild automatisch richtig gut angepasst wird. Jetzt gehe ich mal noch ein Stück weiter nach unten, denn ich möchte auf jeden Fall hier noch so ein bisschen Dunst entfernen reinbringen. Gebe ich mal auch so ungefähr so 15 mit dazu. Und dann gehe ich hier auf jeden Fall noch in die HSL-Tabelle rein, denn ich möchte hier die Sättigung von dem Blau noch etwas herausnehmen. Ja, ich denke mal so minus 20 ungefähr und auch die Aquatöne können hier noch so ein bisschen raus, auch minus 20. Und dann werde ich mal die Luminanz noch so ein bisschen runtersetzen von dem Blau. Ja, so sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Und dann werde ich hier auch noch die Kurven aktivieren. Hier kann ich jetzt so einen kleinen Kontrast noch aufbauen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier mal so ein paar kleine Punkte reinsetzen, hier die Schwarzwerte so ein bisschen anheben und dafür die dunklen Bildbereiche, also die jetzt hier in der Mitte etwas weiter mittig so ein bisschen wieder aufhellen. Ich werde jetzt hier also so eine kleine S-Kurve bauen und damit in den Mitteltönen mehr Kontrast aufbauen, aber dafür in den Schwarzwerten die so ein bisschen hochziehen und die Weißwerte so ein bisschen runterziehen und dadurch bekommen wir hier einen schönen Matt-Look noch in das Bild herein. Dann auf jeden Fall hier noch etwas erweiterten Kontrast. Hier werde ich auch wieder in den Lichtern etwas Kontrast hinzugeben, in den Mitteltönen natürlich auch und auch in den Schatten. Und ich kann somit richtig schön Kontrast aufbauen. Hier die Mitteltöne, da werde ich von der Balance mal her das Ganze noch so ein bisschen verschieben. So, und jetzt mache ich mal einen Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Da ist auf jeden Fall viel gewonnen und viel ist halt tatsächlich schon mit dem Accent AI Filter 2.0 entstanden. Das war jetzt hier mal ein Beispiel. Ich möchte dir mal noch ein zweites Beispiel geben. Ich gehe dazu mal zurück in die Bibliothek und werde jetzt hier mal mir andere Bilder noch aufrufen. Zum Beispiel hier von Robert Vanelli. Hier einfach mal ein kurzes Beispiel. Ist jetzt kein Foto von mir, weil ich nicht so viele Porträts schieße. Deswegen bediene ich mich jetzt hier mal bei anderen Fotografen, die diese Bilder zur Verfügung gestellt haben. Und hier werde ich jetzt einfach mal anhand dieses Beispiels dir zeigen, wie dieser Filter tatsächlich Menschen erkennt und dabei tatsächlich auch nur den Hintergrund dann bearbeitet. Also wir haben jetzt hier den Accent AI Filter 2.0 und jetzt achte mal darauf, was mit dem Menschen passiert und achte mal darauf, was mit dem Hintergrund passiert. Ich drehe das jetzt hier mal voll nach oben, ja, verstärken auf 100% und wenn ich jetzt hier nochmal vorher nachher mache, so sah es vorher aus, so sieht es danach aus und du siehst, an dem Model ist überhaupt nichts passiert. Tatsächlich ist aber drumherum eine ganze Menge passiert. Also da wurde viel angeglichen, Kontrast, Farbigkeit und so weiter und so fort. Aber das Model an sich ist hier vollkommen unberührt. Du siehst also, es funktioniert mit diesem Accent AI Filter wirklich richtig, richtig gut. Und dementsprechend kann ich dir nur empfehlen, zieh dir auf jeden Fall das Update. Das Ganze ist kostenlos. Wenn dir Lumina 3 schon gehört, dann kannst du kostenlos auf Lumina 3.1 updaten. Diesen neuen Filter vor allem, das ist wirklich das stärkste Update eigentlich, neben den Performance-Verbesserungen. Und gerade für Windows-Nutzer gibt es auch noch ein paar andere Verbesserungen. Du kannst jetzt zum Beispiel deine Bilder auch direkt in der Bibliothek drehen. Ja, da sind also Kleinigkeiten noch verbessert worden, die da noch gefehlt haben. Da kannst du einfach mal auf den Skyline-Blog gehen. Da steht alles ganz genau, was dir da tatsächlich noch in diesem Update bevorsteht. Wenn du Lumina 3 noch nicht hast, dann kannst du gerne mal unten auf den Link unter dem Video klicken. Dort kannst du dir Lumina 3 kaufen. Es gibt im Moment auch eine kleine Aktion, wo das Ganze etwas günstiger ist. Und du unterstützt außerdem noch diesen Kanal, ohne dass du selber Kosten dabei hast, wenn du das Ganze über den Link unter dem Video kaufst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, du hattest eine Menge Spaß mit diesem Video, konntest auch einiges lernen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao.